Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Männerlords. Beim letzten Mal haben wir hier begonnen, unser zweites Dorf endlich aufzubauen. Das werden wir ja dann im Laufe der Zeit auf Landwirtschaft spezialisieren, um vor allem hier große Flächen zu bewirtschaften. Mal gucken, was man da rausholen kann. Was euch vielleicht schon aufgefallen ist, diesen Part gibt es mal keine Cam. Ich habe mich heute einfach nicht danach gefühlt, darum verzeiht. Das macht es vielleicht ein bisschen, Banditenlager entdeckt, das macht es vielleicht ein bisschen nicht so persönlich, aber so fühle ich mich gerade einfach wohler. Darum diesen nächsten Part dann ohne Cam und dann im übernächsten wahrscheinlich wieder mit. Damit ihr Bescheid wisst, ich habe sie nicht unbewusst vergessen. Das ist mir nicht passiert. Gut, für den heutigen Part, unser Ziel ist natürlich, das Lager hier ein bisschen voranzubauen, um halt relativ schnell hier an die Landflächen zu kommen. Ich würde spätestens nämlich gerne im nächsten Jahr damit beginnen, eine Aussaat vorzunehmen. Müsste passen. Wir sind hier gerade noch im Bau mit den ganzen Häusern, beziehungsweise mit den 5. 3 Leute haben ja noch gar keine Wohnung. Dann kann man das hier ein bisschen verräumen und dann brauchen wir eigentlich schon Leute wieder, um hier Lager und so zu bewohnen. Aber das wird dann hoffentlich funktionieren. Wollte ich hier den Markt direkt hinmachen? Ich glaube schon, gell? Und neben dem Markt dann die Kirche. Das war, glaube ich, mein Plan. Darum machen wir das doch mal. Vorräte von Banditen gestohlen. Wie viele von diesen persönlichen Guards habe ich? 3. Ich könnte natürlich welche kaufen, aber da habe ich eher weniger Lust drauf. Einfluss, cool. Haben wir schon wieder eine ganz schöne Menge. Wobei, wir brauchen ja 2000, außer wir wollen das Land hier. Aber das hier ein bisschen zu verbinden, wäre ein bisschen blöd. Ich hätte gern eigentlich hier Waldbrunnen. Weil das hat ja auch nochmal flächenmäßig, wenn ich mich dran erinnere, hier relativ gute Fruchtbarkeiten, ja. Ja, Flachs brauchen wir, um dann mehr Ledersachen herzustellen. Und Gerste für Bier. Das brauchen wir oben, um dann die Bevölkerungsstufe 3 zu kriegen. Da haben wir halt ein bisschen Pech. Aber wird schon. Wird schon, wird schon. Wir haben ein bisschen Bauholz. Das sollte auch ganz gut werden, ja. Und Bären kommen auch rein. Das heißt, Nahrung haben wir schon mal weniger Probleme, wenn ich das richtig sehe. Erstmal, wir brauchen ja... Oh ne, wir brauchen 2-mal Lebensmittelvielfalt. Na gut. Na gut, na gut. Dann machen wir aber erstmal... Oder mache ich hier... Lasse ich hier noch Platz für ein paar Häuser, die man dann hier lang machen kann? Und mache hier so ein bisschen das Zentrum? Ist vielleicht cooler. Das ist vielleicht besser. Machen wir mal... Ja, wobei, hier geht die Straße halt zu lang. Welche Straße war von mir? Ich glaube, die hier oben, gell? Die war von mir. Ich mach doch mal die weg. Nee, Moment, alt. Ist das hier? Dann, oh, ich würde gern Holz auch schon mal planen. Mir fehlt nur das Bauholz dafür. Sei ja, wir haben kein Bauholz mehr. Boah, so ein neuer Crusader Kings Teil wäre auch irgendwie was. Also Stronghold Crusader. Crusader Kings war was anderes, gell? Ich glaube schon. Oder ist das ein anderer Teil nur gewesen? So, wir haben hier... Ja, ganz sicher so nicht. Okay, weil Bauholz fehlt. Aber man könnte auf der Höhe arbeiten. Da würde er 5 machen. Ja, eigentlich brauchen die auch nicht so einen großen Garten. Achso, aber der macht es hier automatisch mit den 2, okay. Das hieße so, das hieße... Ja, aber wenn ich doch das hier mache. Mal nur so spaßeshalber. Die Wege kosten ja zum Glück nichts. Dann bringt er das doch jetzt hier richtig an, oder? Das sind jetzt 4. Was ist mit dem 5. passiert? Macht er ihn nochmal weg? Denn er muss es ja eigentlich, oder sollte eine... durchgängige Straße sein. So. Dann haben wir das Ganze hier nochmal. Jetzt kommen hier 5 Häuser raus. Würde also funktionieren. Die sind zwar ein bisschen komisch verteilt, aber naja. Wir hätten auch genug. Deswegen würde ich sagen, oder drehen wir die und machen die hier ran. Hier müssen die ja eh lang. Beziehungsweise sie könnten auch hier lang. Ja komm, wir machen es so rum. Dann können wir hier nämlich jetzt Marktflächen anbieten. Dann wird das Ganze auch schon mal verteilt so ein bisschen. Wie kriege ich das jetzt am blödsten?
Ich frage mich, ob der wie bei City Skylines das so ein bisschen durchmacht. Das wäre ganz cool. Scheint zu funktionieren. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ich glaube, das erste offizielle Update ist noch nicht draußen. Für alle, die es vielleicht interessiert. Sieht aus wie eine Fläche, die man nutzen kann. Ja, würde ich nehmen. Da ist genug Platz. So, und dann kann hier die Kirche hin. Das ist der Plan. So, wir brauchen mehr zufriedene Einwohner. Wie sah das jetzt hier nochmal mit Grundwasser aus? Das ist vielleicht die Frage. Oh, hier sogar. Ja, nice. Dann kann man das doch... Hier unten geht ein... Ja gut, dann mach halt. Wundert mich so ein bisschen... Ah, doch, geht. Dann mach hier hin mit einer höheren Priorität, damit die zufrieden sind. Ich hoffe, das passt auch von denen, also für die hier. Und hier habe ich auch nochmal was hingemacht, gell? Ja. Okay. Das läuft soweit. Was haben die hier? Ne, die haben doch irgendwie mit Bären gemeckert, oder? Haben sie nicht? Lebensmittellager voll. Dann zieh mal eine ab. Und tu mal eine in den Speicher. Vielleicht brauchen wir da eine. Ja, genau. Das sollte soweit passen. Achso, das waren die da oben. Manchmal ist er ein bisschen merkwürdig im Wechseln. So, hier hätte ich ja gerne ein bisschen was für Eisen gemacht. Da habe ich ja beim letzten Mal hier leider diesen Fehler gemacht. Ich erinnere mich. Wie kriege ich die jetzt weg, blöderweise? Da müsste halt einer noch dieses Holz abholen. Ich hoffe, das passiert. Ansonsten, wie sieht es aus mit Tab? Konnte ich das gucken, gell? Ja. Wir haben alle Häuser voll. Bedeutet, wir brauchen mehr Häuser. Wir brauchen mehr Häuser. Dann machen wir einmal das. Hier haben wir unsere Burg. Da muss ich dran denken, dass das hinkommt. Vorhin, als ich auch mal drüber nachgedacht habe, so ein bisschen. Wisst ihr, was dem Spiel richtig gut tun würde? Was ich cool fände? Flüsse. Weil du könntest dann einfach beispielsweise sagen, wir hier läuft so ein Fluss entlang. Vielleicht neben dran noch einer. Wäre cool, wenn man sogar selber Flüsse verlegen kann. Das darf ruhig auch ein bisschen dauern. Ein bisschen länger als Häuser. Sollte jetzt nicht zu lang dauern, um den Spielfluss nicht zu behindern, aber wäre cool, wenn man dann so so einen Graben bauen könnte, wo dann das Wasser auch durchfließt. Und dann könnte man seine Burg auf so einem Mittelring bauen und dann dort verteidigen. So ein bisschen Engpassschlachten, ähnlich wie Total War. Das wäre schon cool. Das wäre schon was, wenn es das geben würde. Wir fangen hier mal an, würde ich sagen. Auch mit zwei... Irgendwie habe ich die Straße krumm gebaut. Oder ich bin zu dumm. ja, vier Häuser. Brauchen wir einen Garten unbedingt hier? Hier mal nicht. Wir haben ja gerade viele Häuser. Wir brauchen gerade ja nur Wohnraum. Ist das so ein bisschen? Mach doch erstmal von... Hier nach dort und dann kann man das ein bisschen besser. Hier nochmal fünf Häuser. Dann wird hier ein bisschen ausgebaut. Dann kann man dahinter wieder Häuser machen, die einen Garten haben. Was habe ich da gehört? Hört es sich an irgendwie wie so ein Kriegsding? Achso, haben wir eigentlich in der Leichengrube noch jemanden? Nee, okay, gut. Das wäre ein bisschen unnötig. So, Juni haben wir hier. Die Bären wachsen und wir kriegen die gar nicht abgearbeitet. Wie viel haben wir denn da drin? Drei Stück und wir haben... Okay. Die Bären sind ja voll die gute Quelle. Nahrung, ja, vor allem Bären, Eier. Wie sieht's mit den... Die Felder kann ich hier eigentlich vergessen. Also. Ist jetzt nicht das Wahre. Warum sind die sauer? Kirchenstufe Vielfalt auf dem Markt. Steigt hoffentlich. Die Besteuerung haben wir ja ein bisschen zurückgenommen, gell? Ja, 10 und 10 an den... Also 40% 10 an die Kirche. Damit haben wir Einfluss uns geholt, gell? Ja. Ja gut, kann man noch machen. Eier. Ich weiß auch nicht, lohnt sich diese Apfelbäume, die wir hier haben. Da bräuchten wir halt 50 Geld. Oder noch ein paar Eier. Kann man genug Eier haben, ist die Frage. Fragen des täglichen Lebens.
Wir haben halt kaum noch Geld. Bedürfnis nicht erfüllt. Welches denn? Feuerholz. Ja, irgendwann kann es sein, dass man dieses komische Brennzeug braucht. Dann würde ich sogar vielleicht mit der nächsten Stufe freischalten. Bekleidung. 3 Stück? Bist du schon Stufe 3? Ne, Bekleidung 2. Hä? Ach, weil das alles Stufe 1 ist. Ne, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Schafszucht. Ich weiß gar nicht. Stellen wir jetzt irgendwie dementsprechend was her? Haben wir ein bisschen Wolle? Das ist eine... Brennholz haben wir aber genug. Wir haben eine Wolle. Nice. Und daraus stellen wir Garn her. Und das haben die Leute hier teilweise schon, wenn ich das richtig sehe. Nee. Aber wir bieten Garn an, oder wie? Nee, noch nicht. Aber sie haben teilweise... Die haben 2 von 3. Warum habt ihr 3? Oder ist das... Nee. Das ist Bekleidung, ja. Brennstoff haben sie auch, die meisten zumindest. Und Nahrungsmittelvielfalt ist auch in vielen Häusern gut. Sogar überdurchschnittlich. Die brauchen ja nur 3, gell? Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Man kann denen natürlich hier nochmal was geben. Du warst Schmied, gell? Ja. Was bringen mir die Werkzeuge? Das weiß ich immer noch, weil wir haben noch keine Werkzeuge gebraucht, gell? Darum wüsste ich nicht, warum ich die bauen soll. Vielleicht sind die auch noch in dem jetzigen Spielstand relativ uninteressant. Hey, das Holz ist weg. Wir können Eisen abbauen. Jetzt aber nicht das Falsche bauen. Abbaugrube. Ich mache nochmal den Weg ein bisschen weg. Ach nee, dann reißt er den wieder komplett weg, gell? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Doch. Ist jetzt nicht so cool, aber naja. Naja, Moment, das war drücken und dann so. Hier drauf. Da haben wir ja echt ein schönes Vorkommen mit 3000. Also ich weiß gar nicht, ob wir so viele Eisensachen gebrauchen können. Aber man nimmt es natürlich mit. Schlängeln wir uns hier ein bisschen durch. Nicht ganz so weit. So. Schön durch den Wald. Dann kann das früher oder später beliefert werden. Wir machen aber Niedrigkeit, Baupriorität niedrig. Und dann sollte das passen. Hier unten, wir sind ja durchschnittlich zufrieden, Obdachlosigkeit, die sollte jetzt aber leicht oder fast behoben sein. Wir haben ziemlich viel, was gebaut werden kann. Die hier sollten langsam, achso, du bist noch nicht immer fertig, gut. Markt sollte bald so sein, dass sie versorgt werden können mit dem Nötigsten. Zelt für Obdachlose, ja. Wir machen mal eine Geschwindigkeit höher. Wie ist das jetzt eigentlich mit der Packstation? Da haben wir noch... Tauschpartner. Ah, hier. Ah, okay. Pass auf, wir können... Gut, schauen wir mal. Wir haben jetzt ziemlich viel... Gebäude ist fertig, schön. Hier haben wir den Anbindebalken. Hier haben wir denn die Packstation. Gut. Was ist eigentlich... Wir hatten doch eigentlich mal die Möglichkeit, Gebäude... Okay, versetzen kann man nicht viele Gebäude. Welche Gebäude kann man denn alles versetzen? Das Forsthaus kann man versetzen. Ja, okay. Ja, wir fragen gar nicht. Passt auf, dann kann man jetzt sagen, hier, unser Ding, aber wir haben noch nicht einmal einen Typen. Viehbestand fehlt. Dafür fehlt uns Geld. Jetzt ist die Frage, wie könnten wir Geld machen? Nicht mit Vieh. Neue Söldnerkompanie. Diese Hofstätte sorgt für einen Verlust an Zufriedenheit. Naja, komm. Besteuerung minus 8. Jo, moin. Handel. Gewünschter Überschuss. 3. Wir bleiben bei 3. Ich hätte gern Packesel, aber was kostet der mich? Packesel, 25. Ja, dann machen wir das. Das ist besser, glaube ich, als erstmal anderes.
So können wir nämlich handeln. Das bedeutet, ich würde gerne senden. Was wollen wir denn nach unten senden? Was haben wir denn im Überschuss? Brennholz eigentlich ist eine gute Sache. Dann müssen die sich unten drum erstmal nicht kümmern. Brennholz, wo habe ich es denn hier? Brennholz? Ah, die müssen Tauschgut anbieten, okay. Ja, wenn hier gehandelt wird, dann kriegst du auch Brennholz. Früher oder später kann man das... Sentry... Ach nee, das macht ja gar keinen Sinn. Wir kriegen dafür Beeren. Wenn ihr beispielsweise Eisen für 14 Silber je Einheit gegen Brennholz für 7 Silber je Einheit tauschen wollt, beträgt der Tausch. Ihr bekommt 2 Brennholz je Eisen. Warum muss ich mit meinem eigenen Dorf so beschissen erwirtschaften? Ja, macht natürlich Sinn, wenn man sich irgendwo drauf spezialisiert hat, aber gerade ist er... Ich weiß nicht, ob in dem Zeitalter alles so gut lief. Also kann man mal gerade machen, weil unten haben wir echt gut Beeren. Aber naja. Der Obdachlöwe war noch Hochschiffe, Zufriedenheit, keine Minder zur Erfrierungstod. Ja, wir sind doch dran. Nicht mehr. Warum bauen wir beide Häuser gleichzeitig? Und warum? Ja, gut, den Brunnen habe ich priorisiert, das stimmt. So, Wasser haben wir damit überall. Das ist schön. Dann müssen wir jetzt kurz warten. Dann wird das was. Ist ja nur noch ein Haus. Was haben wir hier? Anzahl der Monate bis zur Erschöpfung der Vorräte. Brennstoff. Also Brennholz, ja. Müsste ich mich halt auch drum kümmern. Aber uns fehlen Leute hier. Das ist das Problem. Diesen Luxus haben wir eigentlich gerade gar nicht. Oh, hier geht schon mal das... Man merkt schon, dass hier ein Holzfäller war. Davor war hier alles dicht bewaldet. Jetzt haben wir... hier ein Problem. Ja, noch kein Problem wirklich, aber... Ja... wir haben echt gut... Also nahrungsmäßig läuft. Zumindest Bären. Verhungern tun sie nicht. Aber wird noch nicht angeboten, warum auch immer. Oh, jetzt wachsen die nicht mehr. Das heißt, die letzten Beeren werden gerade geerntet. Du hast eigentlich einen Stand. Naja, dann müsste das doch langsam was werden. Nahrung haben wir auf jeden Fall für die nächsten 20 Monate. Das ist besser als hier oben. Da haben wir es für 5. Da haben wir Brennholz mehr als Nahrung. Juli haben wir und die Felder brauchen noch 44 Tage, um 5% Ertrag zu bringen. Das lohnt sich natürlich. Also... Das sind doch mehr als 5%. Das kann mir keiner erzählen. So, 58. Daumen nach oben. Hier unten 46. Ja, das ist halt die Obdachlosigkeit. Wir machen hier mal hoch. Damit es dann zufrieden ist. Und dann können die Leute durch das Wasser, das sie haben, Nahrung, das sie dann eigentlich auch haben sollten. Bekleidung müssen wir mal schauen. Wie haben wir das oben gelöst? Das war mit dem Jagen, gell? Müssen wir die wilden Tiere jagen und dann mit den Häuten. Haben wir Lehm, ein gutes Vorkommen. Könnte man Lehm hier auch noch tauschen gegen Eisen. Eisen ist ja wahrscheinlich was Wertvolles. Baupriorität niedrig, okay. Hier können wir auf jeden Fall mehr werden oder sind schon mehr geworden. Aber es wird noch gebaut. Gut. Gut, 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 gut. Läuft. Also eigentlich bin ich zufrieden. Vor allem nachdem wir ja auch diesen einen Angriff abgewehrt haben. Wir haben eine zweite Region. Darauf kann man aufbauen, auch wenn die nicht hier wirklich zufrieden sind. Klar, Besteuerung ist blöd, aber wir brauchen ein bisschen Geld. Ich muss sagen, ich finde es krass, dass das minus 7 hier reinhaut. Ja, minus 8 sogar, angeblich. Dann hast du Kirchenstufe plus 6 Lebensmittel. Spiel gespeichert, hast du auch natürlich. Ja, Taverne, Siedlungsstufe erhöht. Oh, da unten. Nice. Der Brennstoff geht zur Neige. Ja, okay, ich... kümmere mich mal darum. Ich bräuchte halt ein bisschen mehr zufriedene Bevölkerung. Wisst ihr? Brennstoff. Haben wir hier? Können wir das hier noch irgendwie hinmachen? Ja, theoretisch. So. Dann hast du hier auch Baupriorität hoch. Dann müssen wir den Förster erstmal abziehen. 21 Bauholz. Ja, haben wir erstmal genug. Vor allem, ich glaube, hier sind die Sachen ja schon verplant, oder? Wenn die direkt da verplant. 23 Monate Nahrung, okay.
Halten die Bären überhaupt so lang? Realistisch gesehen nein, in dem Spiel hoffentlich ja. 42 Nahrung. Ey, so viele Bären haben wir hier nicht mal. Die futtern hier einfach alles direkt weg. Wie viele Bären sind hier noch? 7. Ja, wenn es keine mehr sind, kann ich hier mal auf die üppigen Tiere gehen. Ach so, warte mal, wir haben ja eh einen wieder. Let's go. Kann man auch direkt anbieten. Gibt heute. Sehr gut. Ja, was man hier dann natürlich auch senden könnte gegen Bären. Pass auf. Sind Häute. Weil von Häuten haben wir eigentlich dann genug, wenn wir jetzt hier die draufsetzen. Was haben wir denn? Wir haben genug Leder eigentlich gerade. Wo haben wir denn Gerberei hier? Mal ein bisschen wegmachen. Müssen wir halt gucken, dass... Ich würde gerne noch ein Limit haben, was ich einstellen könnte. Beispielsweise produziere nicht mehr wie 50 Leder. Wäre schön, aber haben wir nicht. Haben wir nicht. Das Steinding hier ist aber auch genauso klein. So, eine Person rein und du dafür raus. Ja, Brunnen. Mach weiter. Brunnen passt. Warum wird davon noch nichts angeboten? Kannst du nicht auch ein Lager aufmachen eigentlich? Das Gebäude ist fertig. Schön. So, und du produzierst jetzt Brennholz. Damit sind wir dann hoffentlich aus diesem Kries... Ja, perfekt. 8 Monate. Wo sind meine ganzen... Ach nee, das ist hier oben. Moment. 2 Monate. Ich wollte gerade sagen, wo sind meine ganzen Bären hin? Ja, uns fehlt hier ein bisschen Nahrung. Wir müssten echt mehr Nahrung rankriegen. Aber ich wüsste nicht wie. Also, Tiere? Ja, da kriegen wir Wolle gerade her. So auch nicht das Wahre, aber... Welche Möglichkeiten gibt es noch außer Landwirtschaft? Beziehungsweise haben wir irgendwo noch eine bessere Stelle für ein bisschen Land? Ja, hier vielleicht für... Ja, hier minimal. Mitten im Wald, logischerweise. Lachs. Ja, oder man macht... Ja, Roggen. Können wir Roggen hier abbauen? Noch nicht. Also eigentlich ist nur Roggen hier unsere Möglichkeit. Hier unten haben wir mehr. Da oben müssten wir mit unserem nächsten Punkt... Also eigentlich hier Köhlerei, um die ganzen zu versorgen. Und dann noch Roggen. Oh, das wäre auch cool. Anscheinend vermehren sich die Tiere so nicht. Man könnte natürlich auch noch ein Gesetz veranlassen. Zum Beispiel das hier mit weniger Feldfrüchten, dafür mehr Jagdgrund, weil der im Winter halt auch noch da wäre. Oder hier strengeres Fasten. Wäre auch gut. Aber es senkt halt die Zufriedenheit und das möchte ich nicht. So, hier haben wir jetzt alle... Ach ne, mach auch einen mehr rein. Die müssen ja das Ganze noch anbieten. Haben wir noch hier irgendwas? Wir haben Fischerei wäre zum Beispiel, wenn wir einen Fluss hätten... Wie angesprochen, auch eine coole Sache. Bienenhaus sammelt Honig. Weiß Honig was zu essen? Honig, ja. Wäre auch eine Option dann. Ansonsten sehe ich da jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Was haben wir hier? Melzerei, ja gut. Gerste muss da erstmal auch verarbeitet werden. Ich glaube es ja nicht. So, im nächsten Jahr kriegen wir auch gar keinen Weizen raus. Das müssen wir auch bedenken. Aber mit Brennholz haben wir echt... Haben wir da 2 drin? Ja. Aber ich glaube zum Verkauf vor allem. 3 Standplätze, 14. Brennstoff ist jetzt überall drin, I guess. Ah ne, da noch nicht. Nahrungsmittelgut fehlen. Ich fehl komplett, okay. Obwohl du selber Gartenzeug anbaust, dann ist halt zuerst das. Bekleidung, ja. Meckert hier keiner, gell? Doch. Weil er noch sowas gerne hätte. Okay, die sind unterschiedlich kategorisiert in Kleidung.
Aber so viel Kleidung kann ich, glaube ich, mit 3 Schafen gerade noch nicht herstellen. Das ist das Problem. Also klar, 3 Schafe sind schon mal besser als keine 3. Aber wir bräuchten halt Geld. Haben wir irgendwo die Möglichkeit, hier hätten wir ein Banditenlager, was leer ist? Wie viel Geld habe ich? Ich würde gerne vielleicht mal hier meine Privatarmee holen. Kann ich die mal anpassen? Wo waren das? Beim Burgplaner, gell? Burgplaner öffnen? Nee, nicht da. Wo kann ich hier schließen? Personen? Nee, Steuern. Nee, wo waren das? Armee? Ich bräuchte jetzt vom Spiel eine Hilfe. Mich wundert es, dass der andere Typ auch nicht mehr das restliche Gebiet beansprucht. Vielleicht wollte er das, was wir haben. Ja, das passt soweit. Achso, ich meine, dass hier Escape nicht funktioniert, ist so merkwürdig. Ich würde gerne mehr Bar also kaufen. Burgplaner. Komm mit. Nee. Hier vielleicht? Schatzkammer. Produktion? Entwicklung? Nö. Nö, nö, nö. Wie war denn das? Ich hatte es ja beim letzten Mal. Ich hab's nur vergessen. Mehr Bretter stellen wir ein bisschen her. Ist schön. Muss nur aber auch abgeholt werden. So, dann machen wir hier mal großes Lager ein mehr. Vielleicht auch im Speicher ein mehr. Kann langsam die Stadt... Oh, in der Steinkirche können wir mehr Leute reinmachen. Bringt das was? Mach mal ein mehr rein. Mal gucken, ob die Zufriedenheit dadurch steigt. Kirchenstufe plus 10 war es beim letzten Mal. Jetzt müsste ja plus 20 sein. der Steinmetz hier. Ja, eigentlich pass auf. Wir tun den nochmal raus. Bauen hier das restliche Stein ab und fertig. Weizen. Hier haben wir halt auch nichts, was wir nutzen. Ja, hier könnten wir wieder Roggen anbauen. Schön. Diese Stellen. Feld abbrennen. Was bringt das? Sorgt das dafür, dass im nächsten... Ja. Muss man... Ja, sage ich jetzt mal nichts so. Ich schau mal, dass wir noch ein paar Felder anlegen. Die sind ja kostenlos. Dann kann man so vielleicht immer ein bisschen durchwechseln. Weil am Ende brach. Am Ende bringt das halt gar nichts. Pass auf, dann machen wir hier Weizen. Hier liegt brach und dann kommt hier nach wieder brach. Also so ein Wechsel. Wo haben wir es denn? Logistik, Wohngebäude, Landwirtschaft. Hier. Feld. Ja, komm, mach bis hierhin. Kann man hier mal gerade machen. Wir können ja jetzt eigentlich auch mal größere Felder. Wir haben ja den Pflug. Okay, ich mach's anders. Hier. Morgen. Ja, warum denn nicht, würde ich sagen. Das ist vielleicht ein bisschen... Dann könnte man hier noch ein weiteres Feld, wenn ich es ein bisschen kleiner mache. Ist das so ein bisschen gerade? Nee. So wäre gerade. 2 Morgen, let's go. Dann kann man hier nämlich noch den Weg entlang bauen. Bisschen weniger Krümmung drin, im besten Fall. Jo, und dann kann man hier noch ein Feld hinbauen. Dann bist du im nächsten Jahr. Hier, ja, zweites Jahr Weizen. Das kann dann von den ganzen 3 Familien hier befüllt werden. Das müsste ja passen. Tier, wir haben... Die Tiere gehen ganz schön gut gerade. Nahrung sieht okay aus. Hier... Besser, aber hier ist der Brennstoff noch das Problem. Wird aber. So, holt ihr euch das jetzt ab? Ja, ihr werdet doch langsam auch mal besser, oder? Obdachlosigkeit haben wir ja jetzt bekämpft. Jetzt müsstet ihr ja auch mal langsam nach oben. Lebensmittelvielfalt. Hä? Was haben wir denn außer?
wir haben noch Brot. Ah. Okay. Jetzt würde ich gerne hier auch eine Kirche bauen. Hm, dafür fehlt mir nicht genug Material. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Haben wir jetzt irgendwas noch im Bau? Eigentlich nicht, gell? Das heißt, der eine könnte auch mal arbeiten. Bauen wir hier hin. Muss dann hoffentlich nicht so weit getragen werden. Gefühlt sind hier die Wege aber trotzdem größer. Hier haben wir auch noch Tiere, wie gesagt, müssen wir dran denken. Wurde jetzt hier schon mal gehandelt? Ne, jetzt sind wir im falschen Gebiet, gell? So viel Eier haben wir jetzt hier auch nicht. Ich hätte gern das. Ja, jetzt ist er irgendwie... Der weiß gerade nicht, in welchem Gebiet ich bin. Okay, jetzt ist er richtig. Brot haben wir noch ein bisschen. Was wollte ich jetzt nachgucken? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nun gut. Dann war es wahrscheinlich nicht so wichtig. Aber ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um Schluss zu machen für den heutigen Part. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Es läuft okay. Oh, die droppen hier aber auch ganz schön. Besteuerung minus 16? Also, wir können hier nochmal das so runter machen, aber... Oder das hier auf 8% machen. Hm. Weiß ich jetzt noch nicht. Nun gut, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein, wenn wir hier dann weitermachen. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.